Lennart, du hast uns vor 3 Jahren gesagt, dass das Ziel von SystemD sein soll, Linux mehr oder weniger zu standardisieren. Glaubst du, ihr habt das erreicht mittlerweile? Oh, ich würde sagen ja. Also seitdem erst Debian beschlossen hat, SystemD zu benutzen für das nächste Release und jetzt Ubuntu dann irgendwie 2 Wochen später die gleiche Entscheidung getroffen hat, gibt es eigentlich nur noch Distributionen mit SystemD wirklich. Also es gibt nur noch, also Slackware macht kein SystemD und Gentoo macht es noch nicht per Default. Aber alle anderen Distributionen sind jetzt alle SystemD by Default. Insofern, das sieht ganz gut aus eigentlich jetzt. Also ich glaube, wir haben es geschafft und ich glaube, also die Distributionen sind natürlich noch nicht draußen, die jetzt SystemD benutzen. Also Debian mit SystemD als Default gibt es noch nicht. Aber also in 1 bis 2 Jahren sieht die Welt von Linux schon so aus, dass wir es geschafft haben, da ein bisschen Vereinheitlichung hinzukriegen im Basissystem mit SystemD. Nach wie vor immer noch sehr viel Gegenwind, also von einzelnen sehr prominenten Leuten, auch auf der Debian-Mailingliste. Glaubt ihr, das hört irgendwann einfach auf? Was ich sehr interessant fand, ist, nachdem Debian seine Entscheidung getroffen hat, ist noch nicht mal mehr, sollte es eigentlich eine General Resolution geben gegen SystemD oder dafür, dass SystemD nicht das Einzige bleibt. Und was uns sehr überrascht hat, ist, dass nicht nur, dass diese General Resolution nicht erfolgreich war, sondern dass noch nicht mal genug Leute unterschrieben haben, um sie stattfinden zu lassen. Insofern, das ist für uns irgendwie so ein bisschen das Signal, als dass irgendwie die Leute, die am lautesten sind nicht die Leute, die bei Debian tatsächlich aktiv waren. Und die Leute, die bei Debian aktiv waren, die haben halt verstanden, irgendwie, also haben aufgegeben oder sowas irgendwie noch die Beinchen zu stellen oder wollen lieber mit uns mitarbeiten, als irgendwie noch weiter versuchen irgendwie. Ich kenne das Muster auch schon länger von dem UDEF, das ja 10 Jahre alt ist inzwischen und da haben wir das Ganze auch schon durchgemacht in dem Anfang. Das war auch immer, die am lautesten sind auch die am schnellsten wieder weg sind und die anderen, irgendwann gewöhnen sich die Leute scheinbar anders und dann ist die vorherige Version das Gute und das, was gerade passiert, das Schlechte. Könnt ihr kurz zusammenfassen, was noch so alles in dem SystemD-Projekt so derzeit tatsächlich benutzt wird? Also LogInD zum Beispiel und Journal Control, JournalD. Ich kann eigentlich aufzählen, was wir nicht haben, was man braucht, um ein System laufen zu lassen. Also wir betrachten das ja heute mehr als eine Plattform, als ein Innensystem. Und halt alle Basiskomponenten, die man für ein Minimalsystem braucht, die sind halt mehr oder weniger in SystemD enthalten, bis auf den Kernel, die libc und Utilinux und ein paar einzelne Tools. Aber es werden halt tendenziell mehr und am Ende wird das größte Teil des Basissystems halt in SystemD liegen, was nicht Services oder Applikationen betrifft. Also was fehlt euch noch, was ihr unbedingt noch einbauen müsst oder was ihr unbedingt noch braucht, außer KDBus, was vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren dazu kommen kann? Das, woran wir gerade arbeiten, ist halt Networking. Also, weil es gab immer das Problem, dass die ganzen Distributionen haben alle immer sehr verschiedene Networking-Konfigurationstools gehabt. Also Debian hatte da die Datei etc Network Interfaces und bei Red Hat war das etc Sysconfig und sowas. Und die sind alle verschieden und alle eigentlich eher schlecht. Konnten nicht das darstellen, was man wollte. Und dann kam Network Manager dazu. Und Network Manager sollte irgendwie die Lösung sein, die das alles irgendwie mehr automatisch managt und ein bisschen Magic da ist, aber irgendwie, wir haben nicht so die Überzeugung, dass Network Manager auf dem Server ein großer Erfolg sein wird. Auch, also Leute bei Red Hat haben da eine andere Meinung, aber insofern, wir bauen da gerade Networking ein, weil wir glauben, dass irgendwie ein moderner Computer in fast allen Fällen braucht Netzwerk und es muss einfach gehen. Und wir glauben, wir können das besser als was diese distributionsspezifischen Lösungen manchmal momentan machen. Und wir glauben auch, dass Network Manager nicht die Lösung sein kann. Insofern, wir haben da Network.d geschaffen, ein Teil von System.d. Das ist wirklich, wir glauben so ein bisschen um Quantensprung, wie man das konfiguriert, weil das ist ein System, da kannst du konfigurieren, komplett generisch, irgendwie was mit Network Interfaces passieren soll, die auftauchen. Und dann kannst du so Matches, wo du sagen kannst, Network Interface von diesem Typ kriegen bitte seit dieser Konfiguration an sich. Und dann irgendwie so automatisch aus Pools IP-Adressen zuweisen und DHCP-Client und DHCP-Server sind automatisch eingebaut. Das sind alles dann für uns irgendwie DHCP und sowas, solche Dinge oder IPv4LL, das sind dann alles nicht mehr irgendwie Techniken, die man explizit installieren muss und konfigurieren muss, sondern das sind einfach Dinge, die einfach da sind. Netzwerkkonfiguration für Container ist das gleiche Problem, dass man halt in dem Container was laufen haben muss, was relativ klein ist und
sehr verlässlich tut, was es gefordert ist zu tun. Und da ist halt auch ein großer Dämon wie Network Manager, der tendenziell auf Interaktivität und Interfaces vom Desktop auch ausgelegt ist, halt nicht das Richtige. Container sind überhaupt eins von den Dingen, wo wir System D hin entwickeln wollen. Also Container im Sinne von so Betriebssystem-Containern, sodass man auf einem Rechner ganz, also tausende einzelne virtuelle, nicht Maschinen, sondern eben virtuelle Container laufen hat, was deutlich irgendwie leichter ist, also more lightweight ist, sodass man das in Zahlen, also in Nummern hochtreiben kann, die deutlich über dem ist, was man mit KVM oder sowas heutzutage erreichen kann. Und was wir zum Beispiel getan haben in den letzten Monaten, ist, dass die Tools, die bei Systemd so mitgeliefert werden, wie das System Control, irgendwie dieses Hauptbefehl, mit dem man mit System mit Diensten listet und sowas ähnliches, die sind heutzutage alle containerfähig. Das heißt, man kann nicht nur die Liste von den Services auf dem lokalen Rechner anzeigen, sondern auch immer noch alle Container rekursiv runter. Und man kann Operationen starten, nicht nur lokal, sondern eben auch im Container und Dinge like solche. Das sind jetzt fast alles nur Enterprise- und Server-Sachen. Zumindest in der Argumentation. Spielt für euch der eigentliche Desktop eine Rolle? Wo wir gerade auch dran arbeiten, ist App-Sandboxing. Also, dass man, was Android zum Beispiel hat, ist, dass man halt Programme laufen lassen kann, denen man nicht unbedingt vollständig vertraut. Und dass die in der Sandbox ablaufen, sodass die nicht freien Zugang haben zu allem, was der Rechner so hat. Also momentan haben wir das ja so, irgendwie, wenn der Webbrowser läuft, dann kann er, oder LibreOffice läuft, dann hat es Zugriff auf alles, was der User jemals irgendwie gespeichert hat, auf seine Filmsammlung, auf sein Adressbuch, aufs Internet, das kann alles irgendwie hochladen und sowas. Und das ist irgendwie, was wir glauben, das geht nicht an irgendwie. Desktop-Applikationen dürfen nicht so designt werden. Und irgendwie MacOS und solche, die haben heutzutage Sandboxes und Metro-Applications unter Windows auch. Und wir brauchen das auch für Unix und oder für Linux. Und daran arbeiten wir also gerade. Und das ist ganz klar primär eine Desktop-Technik irgendwie. Ja, man muss auch immer wieder erwähnen, dass viel der Technologie von Desktop halt viel advanceder ist als das vom Basissystem. Und ganz viel Core-Desktop-Technologie wie Devos, die bewegt sich gerade vom Desktop auf dem Systemlevel herunter. Also das ist nicht nur, dass wir quasi von unten Sachen machen, die im Desktop interessant sind. Wir nehmen auch Sachen, die aus dem Desktop kommen, also weil halt eine andere Art von Denken existierte schon immer, die wir halt auf dem Systemlevel heute brauchen, weil diese Systemservices sind interaktiver, als sie jemals waren in der Vergangenheit. Und das sind halt Sachen, die früher Applikationen auf dem Desktop halt gemacht haben. Und das versuchen wir halt zu vereinheitlichen, soweit es geht.